Die Nummer 3 der Welt ist zurück in München. Bevor es ernst für ihn wird, testet Alexander Zverev schon mal den Center Court des MTTC Iphitos. Gemeinsam mit Topmodel Lena Gerke tritt er zum Promi-Doppel gegen Bruder Mischa und Turnierdirektor Patrick Kühnen an. Nächste Woche hat Zverev dann die Chance, die BMW Open zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Er hat Zeit zum Vorbereiten. Es ist auch ein Zeichen, dass er sehr früh angereist ist. Er ist am Mittwoch angereist schon hier in München, und das zeigt auch, wie intensiv er sich hier vorbereiten möchte, wie er die Zeit auch nutzen will hier in München. Ich will nochmal ansprechen, dass er zum sechsten Mal auch schon kommt. Er ist 22 Jahre alt, aber spielt eben schon zum sechsten Mal bei uns. Sehr erstaunliche Zahl. Doch die Konkurrenz ist dieses Jahr stark wie nie. Bereits die Qualifikationsrunde ist gespickt mit Top-Spielern. Mich hat gestern jemand angesprochen und hat gesagt, Mensch, die Quali ist so gut besetzt, das ist schon fast für ein zweites Turnier wertig. Insofern geht es mit dem ersten Ball direkt los. Und wir haben 12 verschiedene Nationalitäten bei uns im Turnier, haben natürlich die 3 Top-Spieler aus Deutschland bei uns im Turnier vertreten. Für das härteste Sandplatzturnier der Welt laufen die Vorbereitungen bereits seit Wochen. Um eben den Spielern dann entsprechende Platzqualität und Quantität bieten zu können, damit hier richtig gut trainiert werden kann und auf den Matchcourts Top-Tennis gespielt werden kann. Und sonst drumherum, wir haben wieder um die 200 ehrenamtliche Mitarbeiter, viele davon Mitglieder aus dem Verein. Und da sind natürlich alle voller Vorfreude jetzt auf die Woche hier. Die Anlage des MTTC Iphitos erhielt erst kürzlich die Auszeichnung Excellent. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass Weltklasse-Spieler, die bei uns waren, viel mitgenommen haben bei uns beim Turnier, sich weiterentwickelt haben. Manch einer, der hier gut gespielt hat, auch direkt in der Woche danach in Madrid sehr erfolgreich gespielt hat. Aber besonders auch für junge Spieler sind die BMW Open bei FIU auch ein Sprungbrett. Am 5. Mai findet das Finale statt. Und dann muss Alexander Zverev ohne die Unterstützung seiner Modelkollegin auskommen.